Servus Jungs und herzlich willkommen zu einem weiteren Video, wieder auf meinem Account. Da haben wir hier einmal unsere Gilde. Und bevor ich es vergesse, Jules, bist du auch mit dabei, ein bisschen verkackt gerade. Ja, ist immer so nice, wenn man den anderen irgendwie einleiten muss und der wartet die ganze Zeit, ey, bekomme ich mal ins Video? Okay, ja, auf jeden Fall, hier ist unsere Gilde, da könnt ihr gerne joinen, so am Rande. Aber das ist eigentlich nicht der Emotion, richtig. Ja. Das ist eigentlich nicht das Hauptthema vom Video, und zwar wollen wir HBM machen, und zwar Welle G. Wir haben es eben schon probiert einmal. Alter, du hast gerade einen Versuch. Ja, das ist halt einfach versucht. Aber haben es nicht aufgenommen. Jetzt ist der Versuch schon weg. Egal. Ja, ist fast voll. Ich sag auch generell, weißt du, dann haben die halt einen 125. Ja, meine Hunde sind alle 100. Meine Helden sind alle 100. Ja, ist Alter. Das ist halt meine Mauer. Ich habe noch nicht so viele, deswegen laufen jetzt einfach durch. Mal sehen, wie der geht. Ich weiß nicht, ob er lang. Ich weiß gar nicht. Wann bekommt man das scheiße Schiefe? Ich meine erst ab J oder T oder sowas. Generell sind wir aber... ich hab erst F bekommen. Oh, ich hasse das, wenn das immer zu den Spawns kommt. Ich check's nicht, warum. Bei Helden ist es noch schlimmer, wenn der halbe Screen schwarz. Kennt ihr das? Alles ist schwarz hier und ich wird dahin teleportiert. Ja. So komisch. Ja, ich weiß nicht, ob ich Welle F schnell geschafft habe oder easy, da bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Auch wenn du es easy geschafft hast, heißt das, dass du die nächste easy schaffst. Ja doch, weil es gibt immer so Abschnitte, finde ich. Wenn man eine geschafft hat, dann packt man direkt ein bisschen oder weiter. Richtig. Oh, einer ist schon. Drei sind gestorben. Lol. Du hast aber Trendsinn, oder? Aber der zählt nicht. Ah, nee, das zählt nicht, stimmt. Da macht man einen anderen rein, das ist noch Deathrend oder so ein Piss. Stimmt, eigentlich könnten wir das schon vergessen. Aber weil Trend ist so ein richtiger XP dazu. Deswegen generell, man sollte nie HBM-Versuche abbrechen, weil was hat man zu verlieren? Ja, ich hab einmal aus Versehen einen falschen Helden drin gehabt und hab einfach Welle R geschafft. Also, ich hab schon gedacht, warum soll ich abbrechen, hab einfach nur gemacht. Ja, deswegen, man bekommt ja generell Mana und so dazu, also warum so, jetzt vor allem bei mir noch am Anfang, wo ich alles mit brauche. Die einzige Sache am Anfang, bei der man abbrechen könnte, ist eine richtige Abfahrt, die ist der Stärke. Ja, da kann man sich denken, verpiss dich, keinen Bock mehr, ich will jetzt nicht 5 Minuten warten und dann trotzdem verlieren. Ja, das stimmt. Aber es ist besser, wenn so ein Held alle abfahren, natürlich nicht mehr mit Sonnengottes machen, wenn man jetzt irgendwie einen Leute hat. Ja, oder Schnitter. Schnitter ist auch ein bisschen besser, wenn man weiß. Ja, ich aber meine Familienfreundlichkeit und Flieg, aber ja. Ja, meine Aufstellung ist halt noch nicht so geil, weil ich halt kaum Mauern habe. Das Ding ist halt, ich habe bisher meinen Rathaus noch kaum hochgelevelt, weil ich will erstmal alles Mögliche hochmachen, soweit es geht, damit ich direkt ein bisschen. Ja, ich weiß aber nicht, nur noch 3 Helden. Trent muss halt raus. Sag, auf jeden Fall. Wird schwer mit. Ich weiß aber nicht, wie ich schwer machen soll. Nee, ich hab halt noch nicht. Nein, mach Death Knight. Oh, mein Wiedergang. Wieder hier zu der Mainhead hier. Auf jeden Fall, ich sehe gerade deine Base, die Deathbox. Richtig, die Deathbox. Da könnt ihr direkt mal das Video auschecken. Wir bauen hier uns ja quasi in der ganzen Base ein, möglichst mit Tommel zu Videos von der Kamera. Ja, okay, ist vorbei. Aber 30 Gold, easy, ist okay. Ja, dachte, guck mal, änder mal die Aufstellung und dann auch die Pets dann in der Reihe gemacht. Held, Trent und Raus. Halt noch 2, du hast mal Arsch für Spitze schon gesagt. Oh, Donnergott, Digga. Donnergott rein? Ja. Okay. Gib ihm mal ein Pet. Eros. Ich glaube, der hat sogar ein Pack, weil ich hier noch nicht so viele hin habe. Nehmen wir einfach mal einen Links rein. Compendium, ja, der hat Angie. Ja, ist besser, die halten immer gut. Und wen hat der? Avia, der. Ja, ich würde generell, all deinen Mainhelden legendäre und Healer geben, weil bei HBM ist immer so geil, während die Helden nicht kommen, heilen die Pets deine Helden so hoch, dass sie am Ende irgendwie... Ja, aber wem soll ich Dings geben? Du gibst am Ende okay, Trent... Ninja kommt raus. Ich will halt, dass du am Ende Trent... Ich will, nein, es wäre gut, wenn du am Ende Trent den die Mini angibst. Das wäre nice. Da gibst du aber jetzt nicht nach dieser Welle erstmal, ja. So, jetzt erstmal Dings... Weil Trent ist der wackeste Pisser, wenn es... Ja, weil... aber in Dungeons ist so krass. Okay, neuer Versuch, Welle G, die Reise geht weiter. Wir haben ja noch ein paar Versuche. Das ist ja nicht so, dass es nicht geht. Und wir waren eben schon G4. Ich glaube, der Spawner ist gut. Solange die Helden sich hier nur die ganzen Gebäude abfahren und dann da reingehen in die Deathbox, dort die sterben. Und der Grizzly und so lebt noch, der ist ein guter Tank. Ja, vor allem der Grizzly, also der Tamer ist gar nicht mal so krass, aber... das Beast, also der Grizzly von dem ist wirklich der ist ein richtiger Beast. Tank. Der ist ein richtiger Beast. Ja, der überlebt halt echt länger als. Überlebt halt echt länger als der Tamer manchmal. Guck mal nach. Ein bisschen eine Pace haben wir da bekommen, dann werden wir Helden. Und das war ein sehr guter Spawn, gerade. Das war ein sehr guter Spawn. Ja, das ist jetzt alle Helden. Guck mal, die Helden gehen jetzt direkt alle rein. Ja. Ich finde es aber gut, wenn alles vor einmal kommt. Deswegen ist bei den späteren Welten ein bisschen scheiße, wenn auch zum in Richtung kommen alle den Helden einfach umgezogen werden. Die andere kann schön abfahren, ja.
Zimmer EP. Bei den Ressourcen ist das nicht so geil. So, werden hier nice, nicht so wenn die. Aber ich sehe gerade keinen Sniper, oder? Nee, Sniper sind generell, glaube ich, ganz klar. Ich weiß gar nicht, wann die kommen. Okay, meine Türme, aber die sind eh eigentlich noch wack, kann ich sagen. Ist so halt. Es könnte ja sein, dass jetzt bis Welle G3 kein einziger stirbt, oder? Das ist schon viel bessere Position. Ja, eben war es bei G2, glaube ich, gestorben. Ich weiß nicht mehr. Mal, Ninja farmt das letzte Gebäude. Ich weiß gerade gar nicht, wie gut sind deine Helden dann eingemeißelt und shit. Ja, so alle 20, 30 nur. Ich will halt, alles klar! Ich will euch auch empfehlen, auch wenn ihr low seid, einfach mal alle Helden einzumeißeln, weil erstens Mana hat man immer irgendwie rumgabbeln. Ja, das stimmt. Und Willow Kristall juckt mir einfach so gar nicht vor. Ja, geiles Geräusch, ja. Ja, und einmeißeln ist immer das, weil das macht schon einen harten Unterschied. Ja, von den Lebenspunkten. Warum hat sich da was eingefroren? Also? Irgendwas wurde von irgendeinem Skill getargetet. Oh, jetzt? Oh, jetzt kommt der Dino. Aber alle Helden leben noch. Ja, Immortal, erstmal jetzt direkt. Oh, Immortal ist down. Oh, nice. Ist Brock? Ja, richtig geiler Brock. Ich glaube, der Dino ist noch da. Oh, bitte, aber der Druide heilt, weil die Wiedergänger ist noch full life da hinten. Also fast full life da hinten. Okay, yes, der Dino ist down, wir haben gewonnen. Jawohl, easy, geschafft. Wollen wir direkt, guck mal, alle Helden hier, wollen wir direkt mal. Ja, deswegen sag ich ja, ich hab's direkt stark geschafft. Okay, nice, 40 Shots. Geil, wir haben noch 3 Versuche, um hart zu machen. Gehen wir erstmal auf, Essenz von Token kaufen, weil ich gesehen, du hast dein Beispiel Friend, der ist richtig low vom Level. Ich hab, glaube ich, nicht mehr so viel Schaden. Das reicht aber, glaube ich, um ihn hochzumachen, oder? Der ist so low auf 2, Alter, was ist das? Ah ne, das ist der falsche. Ich habe ich nämlich direkt zweimal hintereinander gezogen. Das war geil. Na, da sind meine Talente alle richtig wack. Ja, das ist nur so. Man kommt einfach. Ah, schade. Ja, trotzdem besser als nicht. Fuck, wie viel brauchen wir? Ah, 1100 noch. Ja, na, schade. Da brauchst du 100. Ja, egal, wir probieren jetzt einfach mal. Ich zieh mich hier nicht. 200. Oh, jetzt Ornis. 210, aber jetzt kommen Ornis. So. Das wäre schwierig schon mal. Ja, Ornis ist ja so die Scheiße. Kein Problem für einen Held, aber deine Türme gehen weg. Ja. Da ist keine gar nicht in dem Turm. Alter. Ja, ich weiß, ich hab keinen Helden, Digga. Echt? Das ist ja Trend. Schon busy, aber. Digga, du kannst Trend reinmachen, wenn du ihn nicht benutzt, um einfach eine lila Garde zu machen. Nächstes Versuch können wir machen. Ja, ich hab jetzt schon, glaube ich, verloren. Könnte aber auch in einem scheiß Spawn. Na, obwohl, alle Helden leben doch nicht. Na doch. Alle Helden ja, leben. Ja, nur ich dachte, eben ist das so aus. Ich guck mich gerade voll mit irgendeinem Getränk, das ich jetzt hier promoten will. Außer. Achtung, Trinkgeräusch in 3, 2, 1, go. Oder ich mach's so richtig leise. Ja, ich hab's nicht. Ah, okay. Oh, nice. Gut. Der provokant den Deckel laut zu, so. Geil. So. Okay, die Succubus. Na, wo ist denn Succubus alleine ist, dann juckt eigentlich keinen. Besonders wenn sie sich irgendwie hinten. Okay, jetzt müssten Brock vom Dings kommen. Das wäre geil, da wären die Ornis weg. Grizzly Pop wäre jetzt so geil. Achtung, jetzt die Ornis weg gleich. Please. Oh no. Oh, diese fucking Ornis. Aber die machen nicht so viel Schaden, deswegen. Oh, hier unten sind. Weg. Ich weiß nicht, wie die heißen. Alle deine Helden leben noch. Die Flinten sitzen wieder, keine Ahnung. Diese Trolle da. Ja. Oh nein, bitte nicht den Thunder blocken lassen, das wäre geil. Nein, die haben alle ein bisschen aufgeladen. Hätte ich jetzt die Türme, wäre geil. Direkt. Vor allem dauert das jetzt noch ewig. Ja, ja, da würde ich sagen, mach ich einfach mal einen. Nein, kein Kapitän. Guck mal, wenn der jetzt bei der Mitte 30 immer noch nicht da ist, aber... Ja, aber guck mal. Da ist ein, können wir währenddessen ein bisschen über unsere Gilde reden, die ihr joinen könnt. Genau, die heißt Hechter Grodis. Nein, ja. Bitte nicht blocken. Fuck. Okay. Hashtag Grodis. Ich bin von Leute, mit Doppel-D, Hashtag und dann RUDDYS. Da sind wir alle drin. Ja, und wenn ihr jetzt noch joinen, könnt ihr beim nächsten Gildenkrieg dabei sein. Ja, beim Geld. Ich hab keinen Plan, ja, weil wir voll doof. Wir machen noch bald unseren ersten Festival, da den wollt ihr nicht verpassen. Du könntest auch. Festungskampf, ja genau, der beginnt glaube ich in 2 Tagen. Wir machen alle Spielmodi, wir sind gerade im Aufbau. Oh no, Wiedergänge down. Shit. Ist aber auch ein Versuch, weil die Türme können gar nicht, meine Meinung. Ja, hatten sie immer auch nicht. Und das Boss war ein bisschen scheiße. Ja, aber egal, wir lassen durchlaufen. DP, alles mögliche, bekommt man ja hier, guck. Vielleicht bekommt man wieder noch. Ich siehst du diesen Healer, wir haben nur noch einen Healer, der lebt, der Bablo. Ja. Und trotzdem, guck mal, der ist wieder full life. Ja, das diese Pets sind so krass. Boah, vielleicht wir schaffen wir es aber noch. Ja, ich kann eine Armada angucken und kaum Helden. Doch, der Grizzly Proc. Oh, Grizzly ist tot, scheiße. Der Grizzly Proc, ja, alles ist tot, Digga. Das ist doch ein bisschen für die 10 Sekunden, was zu machen. Aber okay. Wie gesagt, ich würde empfehlen. Ja, die gar nicht, aber wollen wir das nicht? Ich weiß nicht, wir haben jetzt schon 10 Minuten aufgefüllt.
ein Versuch würde ich noch reinballern, oder? Ja, okay. Vielleicht machen wir den einfach mal einen Schnelldurchlauf. Ja, dann starten wir jetzt den Schnelldurchlauf und mal gucken, ob wir es schaffen. Ein Versuch noch. Dann verabschieden wir uns jetzt schon und sagen, ja, bis zum nächsten Video. Genau, danke fürs Zusehen, Leute. Der letzte Versuch.